Heute unser zweites Video über die neuen Swisside Hadron Aero Laufräder. Falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, schau auf unsere Webseite oder auf Facebook an. Es sind für uns super spannende Zeiten, aber auch für euch, unsere Kunden, da wir den größten Schritt in der Geschichte von Swisside machen, mit einer komplett neuen Laufradlinie, basierend auf unserer Erfahrung und eurem Feedback aus den letzten Jahren. Als Erinnerung, wir präsentieren unsere neuen Laufräder an den 23. Februar an den Triathlon Convention Europe in Langen. Es ist ein Public Launch, ihr seid alle eingeladen und der Eintritt ist frei. Heute erzähle ich euch, was wir in die Konstruktion und das Design unserer 11 neuen Hadron Aero Laufräder verbessert haben. Ich bin Jean-Paul Ballard, CEO und Mitgründer von Swisside. Zusammen mit meinem Team, wir sind die Führenden in Aerodynamik im Radsport. Wir sind alle ehemalige Formel 1 Ingenieure und wir streben nach unserem Ziel und unserer Leidenschaft, die schnellsten Laufräder der Welt zu bauen. Und das machen wir mit dem Transfer von den geheimen Methoden und Know-how aus der Formel 1 im Radsport. Aber sehr wichtig, zu einem fairen Preis. Und mit der neuen Produktlinie, das haben wir auf jeden Fall erreicht. Also, was ist dieser nächste Schritt in Design und Konstruktion? Zuerst einige von euren Fragen zu beantworten. Wir haben die neuen Laufräder komplett überarbeitet. Jede einzelne Komponente ist neu. Und wir freuen uns auch bestätigen zu können, dass wir sowohl die Hadron Ultimate als auch die Hadron Classic in Felgenbremsen und Scheibenbremsen-Varianten anbieten werden. Und ohne zu viel zu verraten vor dem Launch, kann ich euch auch mitteilen, dass wir zurück zu einer einteiligen Konstruktion der Felge zurückkehren. Das haben wir gemacht, um die Steifigkeit und Stabilität zu erhöhen und dabei auch das Gewicht um etwas zu reduzieren. Die neuen Räder sind auch bei noch höheren, extremeren Standards geprüft, was wichtig ist für die Bremsstabilität, für eure Sicherheit und euer Vertrauen in den Bergen. Die neuen Räder werden auch mit komplett neuen Narben in Zusammenarbeit mit den führenden Narbenherstellern der Welt gebaut. Also super Qualität, aber auch dazu einfacher Service dank werkzeugloser Montage dieser Narben. Die neuen Räder sind auch mit neuen Aerospeichen mit versteckten Nippeln gebaut. Und das ist wichtig für die optimierte Aerodynamik, insbesondere die Rotationswiderstand. Alle Laufräder sind auch tubeless ready und sind UCI zugelassen. Also super spannende Zeiten. Wir hoffen, dass wir erfüllen nicht nur unsere persönlichen Erwartungen, aber auch eure Erwartungen von Swisside, dass wir die beste Leistung, beste Qualität zu einem fairen Preis anbieten. Im nächsten Video nächste Woche werde ich euch erzählen, warum ihr absolut sicher sein könnt beim Kauf Swisside-Produkten, da wir den größten Schritt in unser Aftermarket Sales and Service gemacht haben und dazu eine verbesserte Gewährleistung. Schickt uns bitte euer Feedback und Fragen mit Kommentaren zu diesem Video oder einfach per E-Mail an uns. Und wenn es euch gefällt, was wir versuchen bei Swisside zu erreichen, bitte teile dieses Video innerhalb eurer Community. Nicht vergessen, besucht uns an der TCE für unser Wheel Launch an der 23. Februar. Wir freuen uns auf eure Kommentare und wir sehen uns nächste Woche bei meinem nächsten Video.